Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist heute mit den drei Top-Gründen, warum du jede Frau, die dir gefällt, ansprechen solltest, wenn du die Ziele mit Frauen erreichen möchtest, die du hast. Willkommen, schön, dass du wieder da bist. Ich komme gerade aus dem Coaching in Nürnberg und wie immer, wenn ich aus dem Coaching komme, habe ich neue Weisheiten. Das sind jetzt keine neuen Sachen, die ich noch nie in meinem Kopf hatte, aber bin ich immer wieder inspiriert, euch neues Wissen mitzubringen oder Wissen, das mir wieder klar geworden ist. Und darum soll es heute eben auch gehen, nämlich drei Gründe, warum du jede Frau, die dir gefällt oder viele Frauen ansprechen solltest, musst, wenn du das Ziel erreichen willst, was du hast. Und der erste Grund ist, dass die ganze Nummer, und das ist ganz, ganz vielen Männern nicht so ganz klar, doch schon ein großes Zahlenspiel auch ist. Natürlich kommt es darauf an, wie gut bist du im Flirten, wie gut sind deine kommunikativen Fähigkeiten, wie gut sind deine Führungsqualitäten, Führungsfähigkeiten, wie entspannt bist du im Gespräch mit der Frau, im Gespräch mit fremden Leuten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also natürlich ist dein Skillset, so nenne ich es mal, eine sehr, sehr wichtige Sache. Darüber hinaus ist es aber schon so, dass es auch ein großes Zahlenspiel ist. Was bedeutet das? Damit meine ich eben, dass du eine gewisse Anzahl von Frauen kennenlernen musst, ansprechen musst. Du musst sie nicht ansprechen, du musst sie nur kennenlernen. Das heißt, du kannst sie auch im Freundeskreis kennenlernen, nur da wirst du eben so eine große Anzahl wahrscheinlich nicht kennenlernen. Also du musst mit einer gewissen Anzahl von Frauen in Kontakt kommen, sagen wir es mal so, damit du die Frauen findest, die du suchst. Und dabei ist es egal, ob du eine feste Beziehung suchst oder einfach nur Affären suchst. Und was ganz viele Männer falsch machen, was ich immer wieder sehe, gerade bei Anfängern, ist, dass sie unterwegs sind, sehen eine Frau und denken sich, hey, die gefällt mir eigentlich, aber ist ja jetzt nicht so der beste Zeitpunkt. Vielleicht tippt sie gerade auf ihrem Handy rum, sie hat eine Freundin dabei, ach, die ist bestimmt vergeben, ich habe jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit, ich muss ja jetzt in 10 Minuten bei der Bahn sein. Kleiner Flirt mit dem Telefonnummer-Austausch dauert vielleicht 2-3 Minuten, also kann auch kurz dauern, muss jetzt keine 10 Minuten dauern, deswegen ist es keine Ausrede oder kein Grund. Immer so viele Sachen, wo Männer sagen, ach nee, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Und wenn man so vorgeht, dann kommt man eben auf auch keine große Anzahl von Leuten, die man kennenlernt und dann wundert man sich vielleicht, irgendwie komme ich so gar nicht an mein Ziel an, irgendwie finde ich so gar nicht die Freundin oder die vielen sexuellen Beziehungen, wenn ich das suche. Und das haben ganz, ganz viele Männer. Und wenn du auch an diesem Punkt bist und du denkst, ich mache ja schon einiges, aber irgendwie komme ich zu keinen Ergebnissen, dann überprüf doch mal ganz genau, wie viel du da wirklich machst und wie viel du auch zahlenmäßig gesehen vielleicht liegen lässt. Eine andere Sache ist, dass viele Männer sagen, okay, ich spreche hier nur die 100%ige Frauen an, nur die 100%ig mir gefallen. Und auch das, sprich halt Frauen an, die du gerne interessant findest. Es müssen ja nicht deine Traumfrauen sein. Du kannst immer ein cooles Gespräch mit dir haben, einen coolen Flirt. Und daraus können sich ganz, ganz tolle Dinge, ganz, ganz tolle Erfahrungen oder auch Beziehungen entwickeln. Eine Sache, die Männer immer oft vergessen, ist, dass wenn du jetzt eine Frau ansprichst, wo du sagst, ja, die ist nicht 100% meins, finde ich aber schon interessant, wenn du die jetzt ansprichst und sie gefällt, du gefällst ihr, dann wird das dafür sorgen, dass automatisch auch sie dir mehr gefällt. Es gibt diese psychologische Regel, dass wenn wir der anderen Person gefallen, dann gefällt uns die andere Person auch automatisch mehr. Und sowas kommt eben zum Tragen. Das weiß man immer vorher nicht, weil man ja nicht weiß, ob die andere Person einen auch gut findet. Aber das kommt dann zum Tragen, wenn man auch eine große Anzahl von Frauen anspricht. Und deswegen, der erste Grund ist, das ist ein Zahlenspiel. Es geht um auch große Zahlen. Und deswegen sprich viele Frauen an, sprich die Frauen an, die dich interessieren. Und optimalerweise lässt du da auch keine Ausrede zwischenkommen und sagst sie nicht, das kann ich auch morgen machen. Morgen spreche ich sie dann alle an. Mach es, wenn es Möglichkeiten gibt, denn Möglichkeiten gibt es dann meistens nur einmal. Je größer deine Stadt ist, desto mehr gilt das. Deswegen ist es auch ein Nummern, ein Zahlenspiel. Du musst die Frauen, die dir gefallen, ansprechen, um das zu bekommen, was du willst. Die zweite Sache, warum du jede Frau, die dir gefällt, ansprechen solltest, ist, gerade als Anfänger, oder ich sag mal, das große Problem der Anfänger, und das sehe ich immer wieder auf den Coachings, ist, die sind einfach nicht, weil sie halt Anfänger sind, locker in den Gesprächen mit den Frauen. Und wie wird man am schnellsten locker in dieser Situation? Wie gewöhnt man sich am schnellsten an diese Situation, die natürlich ungewöhnlich ist am Anfang? Indem man oft die ganze Nummer wiederholt, indem man oft in dieser Situation ist. Und natürlich auch einen guten Umgang mit Ablehnung findet. Das ist wichtig, weil wenn man damit einen schlechten Umgang findet, dann macht man vielleicht unter Umständen nicht weiter. Aber oft in der Situation zu sein, sorgt eben dafür, dass du dich entspannen kannst, dass du locker wirst in dieser Situation. Und wenn du locker bist in dieser Situation, wenn du locker beim Flirten sein kannst, dann bist du schon auf einem ganz anderen Level. Dann funktionieren die Gespräche schon viel, viel besser. Und das funktioniert eben auch nur, wenn du wirklich viele Frauen ansprichst. Wenn du nicht die Frauen liegen lässt auf der Straße, die dir unter Umständen gefallen. Und wenn du auch auf deine eigenen Ausreden
Ausreden achtest. Na, setz dich ruhig mal hin, überleg dir mal, was sind denn eigentlich meine Ausreden, die mich da ständig wieder aufhalten, die mich ständig wieder blockieren. Mach dir mal klar, was deine Ausreden sind, so dass sie dir dann auch auf der Straße, wenn du unterwegs bist, oder, also ich sage mal auf der Straße, du kannst aber auch jeden anderen Ort X hier einsetzen, sodass sie dir dann halt, wenn du unterwegs bist, auch auffallen, diese Ausreden, und du dann dagegen arbeiten kannst, also dich nicht davon paralysieren lässt. Denn, wie gesagt, Grund Nummer 2, warum du jede Frau ansprechen solltest, das ist eben der leichteste Weg, wie du zu einer Lockerheit mit Frauen kommst. Und diese Lockerheit, diese Entspanntheit, das ist einfach ein großer Punkt. Versteh mich nicht falsch, du kannst auch schüchtern und unlocker in ein Gespräch gehen und das kann gut funktionieren. Aber diese Lockerheit wird das Gespräch ganz automatisch viel, viel besser laufen lassen. Auch immer davon abhängig, wie locker die Frau ist. Also wenn du eine Frau hast, die du ansprichst, die sehr gut mit der Situation umgehen kann, dann ist es ein bisschen weniger schlimm, wenn du selbst nicht locker bist. Wenn du aber, und es gibt auch viele Frauen, hast, die jetzt nicht so gut mit der Situation umgehen können, dann musst du halt schon eine gewisse Lockerheit optimalerweise mit reinbringen. Und wenn die nicht da ist, ja, dann ist das eben schlecht. Du kannst dir auch vorstellen, dass, anderes Beispiel, wenn du jetzt regelmäßig zum Fußballtraining gehst, du irgendwann locker bist und dich dann nicht mehr stresst, beim Training zu sein, dich nicht mehr stresst, irgendwelchen Spielen zu sein, wo du vielleicht beim allerersten Spiel sehr aufgeregt bist, weil du es noch nicht oft erlebt hast, bist du dann beim 50. Spiel nicht mehr so aufgeregt, weil du es eben schon oft erlebt hast. Und genau das Gleiche greift natürlich hier. Deswegen sprich jede Frau an, die dir gefällt. Und dann kommst du ganz, ganz schnell A an deine Ziele, erinnere dich an Punkt Nummer 1, aber auch B an den Punkt, dass du locker und entspannt in den Flirt sein kannst. Und der letzte und vielleicht wichtigste Punkt, warum du jede Frau, die dir gefällt oder die du interessant findest, ansprechen solltest, ist, dass es gerade am Anfang dir auch zur Gewohnheit werden muss. Ne? Also das ist eine Sache, die kann ich mir zum Beispiel gar nicht mehr so richtig vorstellen. Aber also für mich ist es so, ich denke mir manchmal, wenn ich eine Frau sehe und die nicht anspreche, denke ich mir zum Beispiel, scheiße, jetzt spricht die gleich der Nächste an. Vergesst dann aber immer wieder, dass das eigentlich kaum jemand macht. Das ist für mich schon so normal und so natürlich. Also für mich ist es absolut, für mich ist es wie ein bisschen wie Luft atmen, eine Frau, die einem gefällt, anzusprechen. Aber an diesem Punkt kommt man eben wirklich nur dann, wenn man das auch regelmäßig macht. Und jedes Mal, wenn du jetzt eine Frau, die dir gefällt, liegen lässt, nicht ansprichst, aus welchem Grund auch immer, kommunizierst du dir selbst so ein bisschen, hey, nee, lieber nicht machen. Also du nährst sozusagen deine Ängste statt deine Handlungen, so könnte man sagen, beziehungsweise du ja, etablierst die Gewohnheit, es nicht zu tun, statt die Gewohnheit, es zu tun. Also du hast hier immer diese beiden Wege und es geht darum, diesen Es-Tun-Weg zu stärken und den Es-Nicht-Zu-Tun-Weg zu schwächen. Ne? Das ist, kannst du dir vorstellen, man sagt einfach wie so ein Highway, wie so eine Autobahn. Ne? Und je öfter du da lang fährst auf dieser Autobahn, desto breiter wird die Autobahn, desto besser ist die etabliert, desto mehr Autos fahren da lang. Und wenn du eine Autobahn in deinem Kopf dann nicht mehr so oft benutzt, dann wird sie eben auch abgebaut, wird sie kleiner, wird sie schmaler. Und das wollen wir halt mit dieser Nicht-Handlungsautobahn tun und wir wollen diese Handlungsautobahn aufbauen. Das heißt, mach dir auch klar, dass jede Frau, die du ansprichst, ne, jede Frau, wirklich jede Frau, egal ob das Gespräch lang ist, erfolgreich oder einfach nur high und sie geht direkt wieder, jede Frau, die du ansprichst, hilft dir, diesen Handlungshighway, diese Handlungsautobahn aufzubauen. Und das kumuliert sich eben. Ne? Das machst du ein paar Monate und irgendwann bist du so locker, so entspannt und es ist so normal für dich, dass es dann wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ja, und das ist das Geheimnis, das ist das, was die wirklich erfolgreichen Leute von den weniger erfolgreichen Leuten unterscheidet. Für die ist es einfach, die haben es in ihr Leben integriert. Und das ist ja auch das, was ich mit meinen Coaching-Teilnehmern mache und anstrebe in meinen 3 Monaten Zusammenarbeit, dass ich die von einem Punkt bringe, wo sie sich nicht mal vorstellen können, dass es überhaupt möglich ist, zu einem Punkt, wo das das Normalste der Welt für sie ist und sie damit eben tolle Frauen kennenlernen können. Und das funktioniert nur, wenn du auch die Frauen, die dir gefallen, ansprichst. Wenn du nicht genau weißt, wie das funktioniert, wenn du meine Unterstützung haben möchtest, kannst du dich für einen Coaching bewerben. Erster Link in der Beschreibung. Allerdings sind aktuell keine Plätze offen. Das heißt, du wirst auf eine Warteliste gesetzt. Aber ich melde mich dann bei dir. Na? Und deswegen ist es so wichtig, dass du optimalerweise jede Frau, die du A interessant oder B wirklich die dir gefällt, dass du die ansprichst, um halt all diese Sachen zu nutzen und um schnellstmöglich an einen guten Punkt zu kommen. Denn das kann unter Umständen noch dauern, je nachdem, wie gut etabliert du bist und wie sozial du bist. Und die meisten Leute, die jetzt in dieses Thema reinkommen, sind nicht sehr sozial. Das war bei mir ja auch so. Je nachdem, wie ja, gut du das machst, kann das länger oder kürzer dauern. Und wir sprechen hier wirklich von Jahren Unterschieden. Ne? Wenn du jetzt, weiß nicht, die jede Woche eine Frau ansprichst oder jede Woche 7 Frauen ansprichst, dann reden wir schon von einem angenommen, du machst es ein Jahr lang so, dann reden wir schon hier von einem Erfahrungsunterschied, der unter Umständen mehrere Jahre groß ist. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, gerade am Anfang, sprich die Frauen an, die dir gefallen, sprich die Frauen an, die du interessant findest. Wenn du dann später, wenn du wirklich gut bist, auch mal ein bisschen stärker aussortierst, das schadet dir dann nicht mehr so sehr, weil es schon für dich Gewohnheit ist. Ne? Wenn du jetzt
wenn du Fahrradfahren lernst und wenn du dann schon gut Fahrradfahren kannst, du mal ein Jahr lang nicht mehr fährst, dann wirst du ja merken und kannst immer noch Fahrradfahren. Aber wenn du jetzt gleich am Anfang, wo du gerade das Radfahren lernst, ja, eine Woche lernst und dann 2 Wochen aufhörst, fällst du halt wieder zurück an einen anderen Punkt. Du kannst natürlich immer noch ein bisschen was, aber du kriegst die Sache nicht so richtig etabliert. Deswegen ist gerade für Anfänger sind das ganz, ganz wichtige Punkte, die ich hier gerade erwähnt habe, aber natürlich auch für jeden Fortgeschrittenen. Geil, dass du dabei warst hier am Sonntag. Hier neben mir kannst du den Channel abonnieren, aber abonniere auch die Glocke, aktiviere auch die Glocke. Und in mir kannst du dich, wie gesagt, für ein Coaching-Platz bewerben und wir sind auf die Warteliste gesetzt. Und hier kommst du zu einem weiteren Video mit noch mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin. Ciao.